Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ja, dann wollen wir mal loslegen hier und schauen uns die neue Kamera vom iPhone 11 Pro an. Was kann die heilige Dreifaltigkeit hier leisten? Bringt der Weitwinkel wirklich was? Was kann der Nachtmodus? Und wie schlägt sich das neueste Flaggschiff von Apple gegen ein 2 Jahre altes Gerät, also das iPhone 10? Wie groß sind die Unterschiede? Lohnt sich ein Upgrade? Ja, diese und vielleicht noch ein bisschen mehr Fragen hoffe ich heute für euch klären zu können mit einigen Videos und einer ganzen Menge Beispiel- und Vergleichsbilder. Ich hoffe, ihr seid hinterher ein wenig schlauer. Ich war sehr auf diesen Vergleich gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und wir legen dann direkt los mit der kleinen Bilderschau. Bitteschön. Und auf der linken Seite seht ihr immer die Bilder vom iPhone 10, rechts das iPhone 11 Pro. Und ich habe hier mal angefangen mit besten Lichtverhältnissen und man kann schon sehen, beide Kameras machen hier echt saubere und schöne Fotos. Natürlich gibt es ein paar Farbunterschiede in den Nuancen. Die Darstellung ist meistens etwas wärmer beim iPhone 11 Pro im Vergleich zum iPhone 10. Aber besonders toll sieht jetzt hier der Unterschied beim Weitwinkel aus. Schaut euch das Hochhaus an, im Weitwinkel eine ganz andere Geschichte, genauso wie hier das Theater. Bei besten Lichtverhältnissen finde ich, sehen beide Bilder gut aus, aber im Weitwinkel sehen wir nochmal, boom, das ganze Gebäude vor uns. Und der Nachtmodus, der kommt jetzt. Da seht ihr den ersten Vergleich. Da sieht das beim iPhone 11 Pro schon eine Ecke heller aus. Hier nochmal ein Vergleich zu einer Innenaufnahme von einem Bild. Ja, also das iPhone 10 will man sich nicht wirklich anschauen, aber hier das iPhone 11 Pro, besonders ja auch hier bei der Treppe, Wahnsinn, ein Riesenunterschied, ja, wenn es hier um den Nachtmodus geht. Hier habe ich einfach mal rein und rausgezoomt als Vergleich. Ihr seht, beim Reinzoomen ist das gleich das Ganze und beim Rauszoomen kommt man natürlich durch den Weitwinkel viel weiter zurück beim 11er. Und dann nochmal hier, Nachtaufnahme, SpongeBob auf der Couch, sieht einfach rechts viel, viel besser aus. Genauso wie unser zweiter Couchbewohner, unser kleiner Louis, auch der sieht hier wesentlich heller aus im Nachtmodus. Ansonsten ja, finde ich beide Kameras wirklich gut und die 11er kann natürlich mit dem Weitwinkel doch schon ordentlich punkten. Also ich bin ehrlich, ich habe mir einen größeren Zoom-Radius gewünscht. Ich habe gehofft, man kann vielleicht einen 5-fach-Zoom jetzt hier einbauen beim neuen iPhone 11 und ich war von der Weitwinkel nicht so überzeugt am Anfang. Muss aber jetzt sagen, wo ich ein bisschen damit rumgespielt habe, dass so ein Weitwinkel echt auch eine schöne Sache ist bei der Kamera. Ich wünsche mir aber immer noch mehr Zoom, wie beim Huawei P30 Pro, wo man richtig weit reinzoomen kann, wenn man weit weg ist von irgendwelchen Objekten. Finde ich einfach super. Aber auch die Weitwinkel hat sich jetzt durchaus hier ein Plätzchen in meinem Herzen ergattert. Ganz abgesehen vom Nachtmodus, ihr seht schon, natürlich keine Erfindung von Apple. Das hat Huawei schon viel früher gemacht, 2 Jahre früher. Google hat es schon prima gemacht, aber Apple ja, zieht jetzt hier nach und liefert auch eine sehr gute Leistung ab. Hier nochmal ein kleiner Vergleich zur Kamerastabilisierung beim ganz normalen Laufen. Dort sieht man, dass auch dort das iPhone 11 Pro, obwohl das iPhone 10 eine gute Stabilisierung hat, nochmal eine Ecke ruhiger und stabiler läuft. Und beides wurde aufgenommen in 4K, also kein 1080p, nein, volle maximale Auflösung. Tja, und jetzt kann ich schon langsam zum Fazit kommen. Das iPhone 11 Pro hat natürlich die bessere, überlegenere und ja multifunktionalere Kamera durch diesen Weitwinkel. Aber auch das iPhone 10 schlägt sich meiner Meinung nach hier immer noch richtig gut. Ob einem jetzt das Upgrade den Preis, den das Ganze kostet, wert ist, müsst ihr im Endeffekt für euch selbst entscheiden. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit eine kleine Entscheidungshilfe liefern, Freunde. Ihr habt mal gesehen, was die Kameras so im direkten Vergleich können und seid hoffentlich ein bisschen schlauer geworden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, Freunde, und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer MeAppleCat. Macht's gut.